Widerstand gegen das Atomkraftwerk im Land. Haltet fest zusammen, haltet fest zusammen. Leistet Widerstand. Warum muss immer erst es zur Katastrophe kommen, bevor wir uns bewegen, bevor sich was verändert? Und wir rufen in Hessen, in Wetzlar, den Verantwortlichen zu. Abschalten! 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 Haltet fest zusammen, wir haben es satt, das Märchen vom billigen Atomstrom, wo die Atomindustrie erst mit 165 Milliarden Euro Steuergeldsubventionen vollgepumpt wurde und uns Steuerzahler dann noch ihre verkorksten Atommüllzwischenlager wie Asse für über 4 Milliarden Euro aufräumen lässt. Wir haben es satt, dass die Atomkonzerne ihre Kraftwerke nur mit einer Schadenssumme von 2,5 Milliarden Euro versichern müssen, obwohl ein Atomunfall in Deutschland 5 bis 10 Billionen Euro kosten würde. Warum braucht jeder Autofahrer eine ausreichende Haftpflichtversicherung, aber eine Hochrisikotechnologie nicht? Billig ist Atomstrom vor allem für die Konzerne. Wir haben es satt, dass sich vier Atomkonzerne... Wir haben es satt, wenn unsere Atompolitiker Angst machen wollen. Die Strompreise würden steigen, wenn wir aus der Atomkraft aussteigen. Die Strompreise steigen schon, solange ich denken kann, trotz der Atomkraftwerke. Sie sind auf keinen Cent gesunken, weil die Regierung die Laufzeiten verlängert hat. Wir haben es satt, wenn Atompolitiker uns Angst machen wollen, die Lichter gingen aus, weil wir eine Versorgungslücke bekämen. Wir in Deutschland sind doch diejenigen, die jede Menge Strom nach Frankreich exportieren, weil wir viel zu viel davon haben. Die 8 alten Atommeiler produzieren weniger Strom als der Anteil, den wir exportieren. Wenn die ausgeschaltet bleiben, werden wir gar nichts davon merken. Nur die Atomkonzerne werden weniger verdienen. Da rauchen in Japan noch die Reaktoren, da reibt sich der Chef von Energie Baden-Württemberg, Hans-Peter Philes, bereits die Hände und sagt, in 3 Monaten beginne ein neues Spiel. Frau Merkel, wir erwarten von Ihnen entschlossenes Handeln, keinen Zickzackkurs. Wir erwarten den sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie. Zeigen wir Europa, zeigen wir der Welt, wie ein hochindustrialisiertes Land wie Deutschland auch ohne Atomstrom an der Spitze sein kann. Deutsche Ingenieure gehören zu den Besten in der ganzen Welt. Natürlich werden sie es schaffen, die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien einzuleiten. Atomstrom ist ein Auslaufmodell. Je schneller wir uns davon verabschieden, desto schneller kann Deutschland auch Weltmarktführer für erneuerbare Energien werden. Deutschland soll wieder Vorreiter sein für eine moderne Energiewirtschaft. Dafür gehen wir auf die Straße, so lange, bis sie endlich handeln.